So, liebe Leute, da sind wir zurück mit Dark Souls 3. Mit mir und Julian am Start. Und Folge 2 ist es jetzt für alle Leute, die auf YouTube gucken. Das wird sich wahrscheinlich jetzt irgendwann mal verselbstständigen, alles. Und ich habe hier gerade mal die Ruhenposition ausprobiert. Die ist ja tolles. Okay, und der steht auch schön auf. Ich finde das cool. Zack, und holt aus seinen Schenkeln Waffe und Schild. Dann würde ich sagen, ich habe die Seelen noch investiert. Und wir gehen jetzt in unser erstes Gebiet, die hohe Mauer von Lothric. Aber das könnte auch halt echt Aldianam sein, ne? Mit diesen Typen, die da am Kreuz hängen. Die sind sehr cool designt, finde ich. Ja. Übrigens möchte ich noch erwähnen, ich bin so 5 bis 10 Minuten, ich meine, es hat mir nichts ausgemacht, ich wollte sie so erst erkunden, auch wenn es dann nichts zu erkunden gab, aber bin ich da so die Treppen hoch, die Treppen runter und habe mir gedacht, Mensch, wo geht's denn hier weiter? Muss ich vielleicht den Thron berühren oder so? Habe jede Inschrift gelesen? Aha, ich muss einfach teleportieren. Ja, okay. Hier am Anfang, wo man startet, finde ich cool, dieses Gefäß. Auch mit diesem Schwert. Ich frage mich, ob dieses Schwert ein richtiges Schwert ist oder ob das einfach nur so ein Ding ist, wo man Asche auflockert, weißt du, was du beim Ofen hast. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder irgendwas mit K, glaube ich, aber ich komme jetzt nicht drauf. Okay. Oder so. Alter. Wie hübsch, dass es halt auch einfach ist. Ein Kondom. Ein Kondom, natürlich. So. Hohe Mauer von Lothric. Es ist halt auch super, dass sie die Sounds so übernommen haben, 1:1. Allein, wenn das Spiel startet, jetzt, wenn du irgendwie was machst, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Weil zum einen findet man das cool, zum anderen sagt man auch, ja, Schürhaken. Das ist ja, es genau. Schürhaken. XK. Naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich, also mich stört's nicht, aber man kann sich schon denken, oh, wart ihr zu faul oder was? Aber ja, eigentlich ist es cool. Der Ladescreens sind ja auch gleich und so. Ja. Eigentlich finde ich das cool, dass es auch wirklich dann zeigt, okay, das ist jetzt der dritte Teil der Reihe. Ich meine, das ist auch inhaltlich anscheinend so verknüpft. Ja, mit dem weiß ich schon wieder nicht raff. Ja, dass das schon mal okay ist. Ja, es geht halt immer um dieses Entfachen, ne? Der Flamme, also dieser Zyklus von Leben und Tod im Grunde. Mehr ist es ja wirklich nicht. So, jetzt kommen Hunde. Die wie immer Pain in the Ass sind. Scheiße. Erstmal. Ah, jetzt kommt der mit der Axt. Jetzt hoffentlich kommt der Hund schnell auf mich zugesportet. Aber die sind nicht ganz so schnell wie früher, habe ich das Gefühl. Oder man kennt sie jetzt halt einfach. Ah, jetzt kommen zwei mit der Axt. Sie sind nicht ganz so nervig wie früher. Ich finde, sie sind einfacher. Alter. Ist ja schon, bei denen gehe ich jetzt hart drauf. So, jetzt bin ich auch wieder. Alter. Breit. Okay, vielleicht muss ich einfach einen Rückzug antreten. Der mit der Großaxt geht mir hart auf die Säcke. Ja. Bist du bei mir? Ja. Ich kann ein Rufsymbol berühren. Machen wir das doch einfach mal.
Phantom kann nicht beschworen werden. Na, da danke ich doch. Man Hä? sieht auch am Rande irgendwo einen Riesen vom zweiten Teil, 1:1. Ja, genau. Den habe ich auch schon gesehen. Wo, der war relativ am Anfang. Ich glaube, da Ja. hinten, wenn ich dann komme. Hey, auch dieser Drache. Da denke ich mir. Oh, der Drache ist so cool. Das ist so eine coole Stelle. Ohne jetzt was zu verraten. Alles hat er nämlich verraten, meine Damen und Herren. Danke, Spoiler Russell. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass es cool ist. Bei mir hat er sich, also als ich, oh. Oh shit. Shit, shit, shit. Fuck it. Okay, kann ich nochmal machen? Was ist geschehen? Dieser eine, wo da dieses schwarze Zeugs aus ihm rauskommt, hat mich gerade zum einen überrascht, zum anderen hart fertig gemacht. Kacke, Mann. Das habe ich schon besser hingekriegt. Aber ich habe mir vorgenommen, das so zu spielen, so als hätte ich noch keinen Teil gespielt. Aha, wie willst du das machen? Also einfach nur, dass ich mir nicht so schnell abfuck. Ach so. Ja, das ist doch mal. Das ist doch mal was, Dass ich Jan. mir denke, okay, ja, im ersten Teil hast auch 8 Stunden damit zugebracht, einfach nur bis zum ersten Boss zu kommen. Oh shit. Wird Backstabbing! bei Demons Souls auch noch so lange brauchen. Spielst du doch nicht. Eben deswegen. Naja, aber Demon's Souls. Ich meine, wenn du ein Dark Souls gespielt hast, sag ich mal, dann ist ja auch Demon's Souls nicht so anders. Nee, nicht unbedingt viel anders, aber ich finde das viel kniffliger. Ja, so, habe ich den schnell genug gekillt, damit der nicht. Okay, die sind One-Hit-Kill, aber du musst ja halt wissen, wo die da rauskommen. Sonst haben die ja ewig wahnsinnig viel Leben. So, gucken wir uns hier mal um. Ist hier hinten was? Jeder Winkel. Jetzt gucke ich mir mal diese Teile an. Diese Bäume. Wie kann man das erklären? Sind die verwachsen mit dem Baum, die Menschen? Oder Boah, ich weiß es wie nicht. könnte man das erklären? Ach, da sind wieder so Sachen. Ich hoffe, das hat irgendeine Bewandtnis in Bezug. Oh, bestimmt, aber ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Hey, Vati Vidya oder wie der heißt. Einfach gucken. Der macht es so unterhaltsam, vor allem. Zack! Shit! Ah, nehmen wir doch einen Schluck, sag ich mal. Zack. Ich finde es gut, dass auch ein halber Meter schon langt von Tod von oben. Ja, und wenn man auf einer Treppenstufe steht. Okay, lässt sich nicht öffnen. Shit, jetzt habe ich den Timer gar nicht gestartet. Alles vor die Hunde. Alles vor die Hunde. Ganz gleich Spielstand löschen, nochmal neu anfangen. Ja, sollte ich machen. Aber wie lange haben wir gespielt jetzt? Sagen wir 10 Minuten. Klimazieren. Einfach hier. Sagen wir 20. Machen wir. So. Dann
passt das schon. Wir wollen ja auch nicht knauserig sein, ne? So, jetzt geht's hier weiter. Ganz ehrlich. Die halt. Man weiß nicht, wen man angreifen soll. Ja, meistens den Feind. Ja, aber die da beten, ne? Ach so. Wenn das so einer ist, okay, der jetzt gleich Enrage geht. So wie der hier. Und hier alle auf mich hetzt. Das ist nicht die feine englische Ader. Aber es hat schon sehr, der Anfang von Dark Souls 1, das gefällt mir. Mit vielen Untoten, schön klassisch. Ja. Halten nicht viel aus, sind aber viele. Da hinten steht doch einer. Links ist einer. Rechts ist frei. Leuchtet was. Was bist du für ein Kollege? Okay. Schon mal pariert versucht? Pariert? Nein. Klasse. Ohne parieren, ohne mich. Brandbombe. Sehr nice. Jetzt gucken wir mal, was hier hinten. Da ist einer. Hat auch so eine große Axt. Prinzipiell schon ungemütlich. Oh, da oben ist ein Item. Wie kommt man da hin? Ja, nochmal hier zurück. Warte mal, kommt man da nicht hier oben schon? Ah ja, doch. Alter. Das ist wahrscheinlich der Drache aus... Schnauze. Der Drache aus dem Trailer. Ach so. Ach so. Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Gehen wir mal hier hoch. Da steht auch wieder einer. Okay, der macht einen Abgang. Zack. Okay, das hat mir auch ein bisschen Schaden gemacht. Aber das macht nichts. War ganz nett. Für mich. Fernglas, hier ist es. Binokular. Ich glaube, ich nicht gefunden. Ist bei dem Drachen, da geht es ja auch noch hoch wieder. Da war das gewesen. Was bist du eigentlich für Kollege hier? Hä? Ist das der, den ich hier oben unten? Tatsächlich. Nee. Okay, raff ich doch nicht. Ja, dieser Drache da. Jetzt ist guter Rat knifflig. Was ist mit dem Drachen? Der schläft da. Und ich würde es auch gerne so handhaben, dass das so bleibt. Verstoßt mich. Mhm. Ah, hier, so bin ich an das Item gekommen. Goldener Kiefer Harz. Ich wollte schon Zahn sagen, da dachte ich mir, Moment, das macht keinen Sinn. Runterklettern. Ah, gucken wir mal, geht schnelles Klettern? Nee. Was geht runterrutschen? Ja, runterrutschen geht. Aber es ist Steuerungsschema von Dark Souls 1. Mit dem Treten, das gab es ja auch nicht im zweiten. Da gab es nur dieses Wegstoßen. Was ich nicht so geil fand. Ja, das war komisch. Okay, wen haben wir hier? Na? Komm schon. Ah, okay, jetzt bin ich nicht mehr entfacht. Jetzt sehe ich das.
Oh Mann, das ärgert mich jetzt doch ein bisschen. Boah, der heilt sich. Ein verrückter Mongo. Aber angreifen tut er mich auch nicht. So, jetzt. Bam! Oh je. Yeah. Jetzt habe ich da so eine Schar auf mich. Oh. Puh. Jetzt dachte ich, mache ich das cool. Und dann dauert das Special Move, den der da macht, so ewig. Okay, ist echt langsam. Okay. Ja, jetzt geht's da hoch. Das ist eine Nachricht. Vorsicht vor Drache. Achtung, Eiliger. Ja. Klassik. Oh, wie ich da schon wieder keine Lust drauf habe. Alter, aber die Geräusche sind ganz geil. Wenn der Fall da auf dich zukommt. Uiuiuiui. Der Sound finde ich super. Alter. Okay. Das hat ihn getriggert. Ist es der, der da von vorne jetzt ist, oder liegt der noch da? Das ist halt das, was ich an Dark Souls irgendwie so schätze. Es ist dieses ganz klassische Fantasy-Setting. Du hast Ritter, du hast Drachen. Ende. Nichts anderes. Nie gesehen. Ja, weißt, wie ich meine. Jetzt ist die Frage, laufe ich an dem hier rechts unten vorbei, oder? Sag doch mal, du Profi. Also ich weiß nicht, bist du jetzt beim Drache? Ja. Der Drache lebt. Ja. Nummer 5 ja, das lebt. Ist, also ja, unten rechts. Na, da speit er dann hin, aber du hast genug Zeit zwischen einem. Hallo Kollege! Köder. Habe ich hier so einen Ritter? Wo kam der denn her? Uiuiui. Das war die Stelle, die ich so super fand. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe da auf den eingehauen, glaube ich, sogar irgendwie. Und dachte mir, ja, okay, der ist halt Alter. Tot. Und plötzlich... Bei mir ist der gerade sehr lebendig. Und plötzlich ist da überall Feuer und alles rastet aus. Ach so, bei dem Drachen meinst du? Ja. Scheiße. Ich habe gerade eine ganz schlechte Situation hier. Alter, jetzt gehe ich drauf. Da gehe ich drauf. Jetzt habe ich diesen dicken Ritter hier. Ah! Was? Das hat ihn nicht gestunt. Ah, damn it! Scheint es noch ganz lebendig zu sein. Ich bin da raus gerollert, aber hab's nicht überlebt. Ja. Okay. One more time. We wanna celebrate. Aha, oh yeah. Ah, komm. Halt. Halt, Gosch.
One more time. Music got me feeling so free. Ich heb die Sachen immer viel zu schnell auf, habe ich so das Gefühl. Ja, wir gucken später mal, was wir da so einsammeln. Wird schon wichtig sein, sage ich immer. Wird schon wichtig sein. Das ist aber auch gut, wie der da einfach mal die Leute wegbrutzelt. Ja, super. Nein! Das wollte ich gar nicht. Alter, aber wieso macht ihr das jetzt gerade so häufig? Ihr macht das gerade in einem Rhythmus, den ich nicht gut finde. That's what she said. Ja, der geht hier ein bisschen Enrage. Lassen hier. Sobald die Flammen durch sind, einfach rein. Gut Glück. Uiuiui. Ach, sehr schön. Wenn es hinter dir orange auflodert, einfach mal. Was sagt denn der Chat so bisher? Sagt er überhaupt was? Der sagt gar nicht so viel. Die letzte Nachricht war, lass dich bitte nicht spoilern. Und das habe ich auch nicht vor. Frage, wo geht der Herr Ritter hin? Der geht einfach hier jetzt auf den Trainingsgang, oder was? So, vielleicht hier. Fordert er dich zu einem Duell heraus. Du-Duell! Oh nein. Ich finde es nicht in Ordnung, dass da jetzt immer noch andere Leute zur Party kommen. Geht mir nämlich ein bisschen auf den Keks. Boah! Shit. Nein! Oh Mann. Wie kacke das es ist. Wie hast du das geschafft, eine Stunde lang zu spielen, ohne zu sterben? Na, der Gegner, wo ich gestorben ist, kommt bald. Wo ich gestorben bin. Was hab ich gesagt? Dass du den Ritter da besiegt hast. Wundert mich. Ich finde den echt heftig gerade. Sag nicht, dass es einfach gewesen ist. Alter, der macht mich aber gerade hart. Vernichtet er mich gerade. So, hier kommt doch jetzt noch einer. Ja, den Kollegen. Wegen Smörrebröt. War alles gar kein Problem. Holy mother of shit! Was ist mit ihm kaputt? Oder ihr? Wo bin ich denn jetzt? Gott. In der Hölle, hoffe ich. In der Hölle. Da, wo du hingehörst. Ja, echt. Wegen in die Traufe, Mann. Feuer frei! Bam, bam! Oh Mann. Okay, aber... Da kann man wohl stehen. Da geht das Feuer über einer rüber. Ich habe übrigens noch keine
Fake-Wand gefunden. Und ich frage mich, wie ist es hier gemacht? Gibt es das? Kacke! Kacke! Und wenn dann so wie beim zweiten Teil? Weiß ich nicht. Und so. Ich verstehe den Ritter nicht. Der geht da jetzt einfach runter. Aber ich habe jetzt schon mal alles, was mich irgendwie kaputt machen könnte, besiegt. Ich gehe vielleicht auch einfach. Hey, ich lasse den Ritter in Frieden leben. Frieden und so. Ja, Mann. Mikasa ist Sukasa. Brandbombe. Die Frage ist, finde ich hier endlich mal ein Bon Foyer? Schau mal. Alter, das ist echt ein bisschen dark hier. Jemand im Chat bestätigt, dass es Fake-Wände gibt. Das ist gut, aber wie so im zweiten oder wie im ersten? Ja, muss man die anixen sozusagen? Also verdeckt. Genau das finden, meine oder, ich. Oder anschlagen. Ich habe bisher, wenn mir was aufliefert, beides gemacht, aber leider habe ich nichts gefunden. Weder auf die eine noch auf die andere Weise. Okay. Jetzt da ist der Drachen. Was liegt hier? Da liegt auch so ein Drachenkadaver. Ah, Engel. Das verdienst du nicht. Wow! Was, Engel? Das verdienst du nicht. Ja. Ja. Die scheiß Nachricht hat mich in den Hinterhalt geführt. Weil ich nicht aufmerksam war auf die rechte Seite. Jetzt aber, liebe Leute, Feuer. Ich hätte gern Feuer. Hast du nach dem Drachen Feuer irgendwo gefunden? Ich weiß es nicht mehr. Alter, wie kann man sowas nicht wissen, Mann? Ist ja jetzt nicht so, als wäre das so eine Woche her. Die sind recht gut verteilt, finde ich, bisher. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Nicht mehr. Als würdest du, hättest du es schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, nicht mehr seit vorhin. Holy fuck, das ist... So, jetzt Backstabbing. Und selbst das? Hier, so ein paar Gegner sind aber richtig cool designt. Na, gleich mal wieder einen Schluck. Ja, gerne mehr davon. Verschlossen. Alles potenzielle Abkürzungen. Dann würde ich behaupten, dass hier irgendwo ein Feuer ist. Der hustet, der röchelt da doch vor sich hin. Oh, der schmeißt. Die röcheln alle ziemlich stark. Auch wenn du sie nicht siehst. Und dann Panik kriegst, weil du dir denkst, irgendwo höre ich was. Da muss irgendwo ist einer. Dann rennst du erstmal 3 Minuten panisch rum, bevor du merkst, dass es unter dir ist auf einer anderen Ebene und der die Leiter nicht hochklettern kann. Kettenbrecher. Okay. Bist du übers Dach gegangen? Nach dem Drachen zufällig? Ja. Okay. Ja. Ich gehe jetzt nämlich gerade nicht übers Dach. Öffnen. Ach, das ist verschlossen. Da sitzt einer. Vielleicht ist das jemand, den ich befreien kann. Oder nicht. Aber das Gute ist, es wirkt gerade wieder extrem groß. Und wir werden gleich weiter übers Dach gehen. Und sehen uns nach einer kurzen Werbeunterbrechung gleich wieder. Da ist die Zeit nämlich abgelaufen. Bis gleich. Und ansonsten tschüss.
Hier den Weihnachtsglockenmann. Ja, so ist es halt, ne?